So, fahr zurück, wieder 12.000. Dieser ganze Spaß hat mich jetzt gerade 32 Euro gekostet. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag in Bali. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und erstmal guten Appetit zum Frühstück. Ich nehme euch heute mit durch einen vollen Bali-Tag und werde euch jede einzelne Ausgabe, die ich tätige, mit aufnehmen. Damit wir mal einen guten Überblick bekommen, was Bali überhaupt so kostet. Ob es wirklich so günstig ist, wo vielleicht auch Fallen lauern und wo man sparen kann oder auch nicht sparen sollte. Als erste Mahlzeit gab es bei mir gerade Porridge, wie ihr gesehen habt. Und ich mache das hier aktuell so ein bisschen anders als zu Hause, nur so ein bisschen anders. Ich gieße mir das trotzdem noch abends auf, aber mache das Ganze dann erst am Morgen fertig, weil eigentlich ganz einfacher Grund, mein Proteinpulver hier ist nicht so geil wie zu Hause. Und wenn ich das abends schon mache und dann so lange ziehen lasse, dann wird es sehr trocken und sehr, 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 sehr fest und nicht geil. Und wenn ich das morgens mache, dann ist es noch ein bisschen weicher, fluffiger und schmeckt besser. Das heißt, wenn ihr zu Hause kein Protein habt, was ich euch natürlich nicht empfehlen würde, weil ihr würdet natürlich immer von ESN und Value die Proteinpulver kaufen, dann passiert euch das nämlich nicht. Aber wenn es doch mal passieren sollte, so wie ich hier, dann macht es am besten erst am nächsten Morgen fresh, dann ist es ein bisschen cooler. Dazu mache ich dann hier aktuell immer ein paar gefrorene Blueberries, weil es schmeckt mir richtig gut, die sind hier voll lecker. Almondbutter und ein bisschen dunkle Schokolade, genau. Und das Protein, wisst ihr, habe ich mir hier in so einem Shop gekauft, weil es leer war. Und es war ehrlich gesagt relativ teuer. Es hat, glaube ich, 60 Euro gekostet, ungefähr. Was für diese Qualität an Protein und für den Geschmack einfach ein bisschen unnötig ist. Aber ja, ich musste halt einfach irgendwas kaufen und das ist dafür jetzt in Ordnung gewesen. Übrigens wird hier ja nicht mit Euro oder Dollar bezahlt, sondern mit indonesischen Rupia. Und ich habe mir gerade nochmal den Wechselkurs angeschaut. Hier sind die Summen nämlich extrem hoch. Also 1 Euro entspricht 16.271,67 indonesische Rupia. Und hier wird also immer mit Tausendern gerechnet. Für die Oats, ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ich habe natürlich jetzt ehrlicherweise nicht immer beim Einkauf darauf geachtet, wie viel was kostet, sondern einfach mitgenommen. Aber für die Oats würde man ungefähr für 800 Gramm 61.000 Rupia bezahlen, das sind 3,80 Euro und das ist natürlich jetzt auch nicht so günstig. Das ist ungefähr wie bei uns in Deutschland, würde ich sagen, für einen guten Quaker Oat. Ja, also wenn man Quaker Oats in Deutschland kauft, sind die auch arschteuer und wenn man sonst 50 Cent, klar, all die Haferflocken kauft, dann sind die deutlich günstiger. Das heißt, Quaker Oats hier zwar available, aber nicht günstig. Dann die Blueberries kosten auf 1 Kilo gefroren ungefähr 10 Euro, also auch nicht günstig. Die Almond Butter findet man hier tatsächlich gar nicht mal so häufig, aber in einigen größeren Shops gibt es die. Kostet für 250 Gramm 6,25 Euro, was ich dann schon wieder deutlich günstiger finde als bei uns. Und die Schokolade kostet für 100 Gramm 4,40 Euro. Also die ist schon wieder sehr teuer. Ja, also es ist total schwer zu sagen, was hier viel Geld kostet und was nicht viel Geld kostet. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, einfach mal auch im Supermarkt auf die Preise zu schauen und auch mal umzurechnen und einfach mal zu vergleichen, um zu schauen, ob es sich lohnt, vielleicht ein Lebensmittel hier mal nicht zu essen. So wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Schokolade könnte man auch sagen, gut, wenn man eher Sparfuchs ist, dann lässt man das jetzt hier halt mal. Und dafür isst man ein bisschen mehr Almondbutter. So, ist mir jetzt egal, ich esse schon ganz gerne Schokolade, deswegen gebe ich auch gerne da ein bisschen mehr Geld für aus. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Das heißt, manchmal sind die Preise so ein bisschen versteckt. Schaut deswegen unbedingt auf die Preise, wenn ihr im Supermarkt seid und vergleicht ein bisschen. So, mein Face sieht hier aktuell noch nicht so fresh aus, meine Haare auch nicht. Deswegen mache ich mich mal ein bisschen ready und werde dann mal auf die Suche gehen nach einer Banane. Wir machen uns auf den Weg mit dem Grab. Die meisten Fahrten kosten hier 12.000 Rupien. Das ist das Minimum, was man bezahlt. Also ich habe noch nie weniger als 12 Rupien bezahlt. Obwohl ich glaube, doch einmal waren es vielleicht 8 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr günstig. Für die kurzen Fahrten. Da steckst du dann halt auf so ein kleines Bike auf. Und der Typ fährt dich dann dahin. Und dann steckst du wieder ab und dann bezahlst du ihn mit Cash. Im Supermarkt. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen. Eigentlich brauche ich gar nichts, außer eine Banane.
ist eine absolute Rarität. Und zwar Cola in Flaschen. Gibt es so gut wie nie. Also Cola Zero. Und einen halben Liter sowieso schon mal gar nicht. Das sind jetzt 390 Milliliter. Und die kostet 6.000, 7.000. Wow. Ist hier nicht ein ganz guter Supermarkt eigentlich. Und übrigens, Leute, was das absolut teuerste hier ist, sind Datteln. Selektion ist leider sehr spärlich, deswegen gibt es ja auch abends kein Joghurt bei mir, sondern aktuell immer Lachs. Da ich ja immer in die Pumpkitchen fahre und mir das da hole, muss ich das zum Glück alles nicht einkaufen, sondern mache das da. Ist zwar ein bisschen teurer, zeige ich später, aber ist immer noch vollkommen in Ordnung. Und da ich in 5 Tagen schon fahre, nehme ich mir jetzt schon mal Quakeouts für zu Hause mit. Auf 380.000, das sind um die 25 Euro vielleicht. Und jetzt brauchen wir unbedingt noch eine Pharmacy. So, fahr zurück, wieder 12.000. Bin noch in der Pharmacy angehalten, habe mir Voltaren-Tabletten geholt. War mir der einzige Painkiller, den sie hatten. Ich kenne das gar nicht, Voltaren-Tabletten. Ich kenne das nur als Salbe. Mal schauen. Weil ich will ja, jetzt hier gleich ein gutes Bein trainieren können. Und wie ihr schon merkt, krüppel ich jetzt ein bisschen hoch. Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Aber es ist die folgende Problematik. Und zwar drehen wir heute für Jacksons Kanal das Beintraining. Und da kann ich natürlich jetzt nicht so eine Pussy spielen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das versteht ihr. Und so nun mache ich dann nächste Woche ein paar Tage Pause. Aber ich habe mir so eine Kniebandage gekauft. Mal schauen, ob ich die überhaupt in mein Knie bekomme. Ob ich die dann anziehe oder nicht. Unter diesem Painkiller. Drück mir auf die Daumen. Wollte Reh mit Cola runterspülen bei Knieschmerzen. Nicht zu empfehlen. So, und dann haben wir den hier. Probieren wir mal den an, ob der überpasst. Ja, könnte passen. Könnte ehrlich gesagt gar nicht mal so übel sein. Ist ein Support fürs Knie. 145.000, also ungefähr 9 Euro hat der gekostet hier. Das Ding sieht halt so kacke aus. Aber ist, glaube ich, schon gut. Ich ziehe mir vielleicht einfach eine lange Hose an. Oder ich mache hier einen auf den Handballer-Move, so eine kurze Hose, hier schon nach links. Mal schauen. What's next? Next ist Pre-Workout. Und zwar bin ich jetzt schon auch sehr hungrig geworden. So, 60 Gramm gibt es davon. Vielleicht gönne ich mir auch heute mal 70 Gramm Pre. Ich bin ganz schön hungrig. Diese Cereals hier gibt es auch. Preis blende ich euch ein. Ja, sind halt Cereals. Jetzt nicht übermäßig scheuer, jetzt aber auch kein Schnapper. Dann wieder eine gute Portion Protein. Draußen hole ich mir Wasser bei meinem Wasserspender. Das ist übrigens hier cool, weil es gibt eigentlich überall so Wasserspender mit Trinkwasser, wo du heißes Wasser rausholen kannst, medium warmes Wasser und kaltes Wasser. Das klappt mit der Temperatur mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich kriegst du immer zumindest kälteres Wasser, trinkbares Wasser, weil Trinkwasser hier können wir vergessen. Das ist Bali Belly incoming. Mega, mega. Richtig Bock drauf. So, es geht ab ins Gym. Es geht heute nicht in die Body Factory, sondern in ein anderes Gym, weil ihr wisst ja, in Body Factory dürfen wir nicht filmen. Deswegen gibt es ein anderes Gym und da werde ich mir eine Tageskarte kaufen. Ansonsten, die Body Factory ist schon ein sehr teures Gym. Ich blende euch hier mal ein, wie viel ich jetzt für eine Woche Body Factory ungefähr bezahle. Und Leute, der Painkiller wirkt. Ich kann es nicht anders sagen. It's okay, thank you. Der Painkiller, er wirkt. Diese Fahrt hat mich jetzt 18 Rupien gekostet. Ein etwas weiterer Weg war. Day Pass hat mich jetzt 200 Rupien gekostet. Also total entspannt. Wir trainieren Beine. Ich sehe schon, es gibt hier leider keinen richtigen Export, sondern nur eine V-Sport, was nicht so cool ist, aber wir machen das schon irgendwie möglich. Das Training könnt ihr dann auf Jacksons Kanal sehen, denn wir haben heute Kameramann dabei. Schaut rein. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um das zu editen. Das ist natürlich kein Alena-Standard hier, weil das am nächsten Tag fertig ist. Aber irgendwann werdet ihr dieses Video bestimmt auf seinem Kanal sehen. Eine fucking harte Session. Und kennt ihr das? Der größte Segen nach so einer Session ist eigentlich nur Hände waschen. Wenn die Hände so eklig und klebrig sind. Deswegen war es gerade sehr nett. So was von hungrig, Leute. Es gibt wieder 70 Gramm Cornflakes, Banane. Oh, wait.
Driver sind auch so nervig. Wenn man einmal eine Minute nicht da ist, rufen die einen direkt an und machen die Sturmklingeln. Ich fahre jetzt für 20 Rupien in die Pump Kitchen. Da steht darauf auf. Alright, I would like to get 300 grams of sweet potato mash, please. 300? Ja. Yeah. For here, yeah. Okay. And then 100 grams of the beef, please. And then the coleslaw, please, for 50 grams. And one Coke Zero. Ich habe jetzt ein Meal geordert. Und zwar gibt es wieder Sweet Potato, Beef und 50 Gramm Gemüse. Und eine Coke. Mein Knie tut weh. Okay, wir haben bezahlt. 151 für ein Meal und zwei Colas. Ja, das finde ich sehr okay. So, Freunde, jetzt passiert was ganz Wildes. Und zwar, wir wollen später Sushi essen und danach wollen wir ein Dessert. Und Jackson meint, es gibt hier so richtig geile Japanese Torten. Und die schaue ich mir jetzt an. Die sind nämlich, glaube ich, schon ganz geil. Ich bin sehr aufgeregt jetzt. Ich habe zweimal Eis genommen und zweimal so eine Tarte. Ich glaube, das Eis essen wir jetzt gleich schon. Dieser ganze Spaß hat mich jetzt gerade 32 Euro gekostet. Das macht man natürlich nicht jeden Tag, aber habe ich jetzt gemacht. So, actually habe ich gerade meinen Grabfahrer ein bisschen bestochen. Und zwar, ich habe den eigentlich nur zu diesem japanischen Laden bestellt. Da meinte ich, mir soll kurz warten. Da hat er mich noch zu Jackson gemacht. Da habe ich gerade das alles abgegeben. Und hat er mich noch zu meinem Hotel gebracht. Und normalerweise hätte ich dafür jetzt insgesamt 36 bezahlt. Jetzt habe ich nur 25 bezahlt. Das heißt, ich war ein absoluter Sparfuchs. Jetzt gehe ich ganz schnell duschen. Ich bin ein kleines stinkendes Kind. Zieh mir was Komfortables an. Und dann geht's jetzt zu Jackson Sushi essen. Beziehungsweise erstmal noch ein bisschen arbeiten. Das ist zwar schon spät, aber ich habe noch einiges zu tun. Und schon wieder 12.000 für ein Grabby rausgehauen. Es läppert sich, Leute. Es läppert sich. Auch wenn man immer denkt, ja, es sind ja nur so kurze Fahrten. Es ist dann am Ende des Tages doch ein bisschen was. Auf jeden Fall sind wir sehr hungry. Und jetzt gibt es gleich Sushi. Hopefully. We will see. Und Ryo ist hier schon wieder sehr am Aufmerksamkeit. Unser Sushi ist da, Freunde. Schaut euch an. So for our followers who want to know how much Bali costs, how much did you pay for the sushi? You only make it in euros? No, in rupiah. Rupiah. 600,000. Which is about 40 euros, I guess. We got a lot, but it was not too much. How full are you now? I'm not too full. I can easily have dessert now. You can always have dessert. Second stomach. I'm also very satisfied. But I'm also excited for dessert. Oh, wow. That's a whole cake. Why did I get two? What the fuck? Ryan needs to help. This is my favorite. Wow. He's running decent race at the moment. Mm. Car, he wants to, though, quite frankly. Up ahead, the Astri Checo Perez and the stewards have said no further action. Proofed. Mm-hmm. Wow. And it's actually not too sweet. No. I'm sure it's low calories. Morning, Leute. It's a new day. Meine Kamera hat gestern den Gas aufgegeben. Boah, dieser Kuchen, ne? Der war so lecker. Es war ein bisschen unnötig, dass ich zwei von diesen großen Dingern geholt habe. Ich wusste, dass die so fett sind. Wir haben halt von jedem ungefähr die Hälfte gegessen, was schon echt sehr viel war. Plus das Eis auch nicht ganz aufgegessen. Also sind wir ins Koma gefallen. War mega. Und auch das Sushi war richtig lecker.
kann man sich nicht beklagen. Ich wollte euch noch einmal ein Resümee geben zu den Bali-Kosten und auch nochmal darauf eingehen, was mein Hotel kostet. Mein Hotel hat jetzt für 2 Wochen 740 Euro gekostet, glaube ich, was schon eines der sehr, sehr günstigen Varianten war für das, was man bekommt. Also ich hätte doch deutlich mehr Geld ausgeben können für halt noch ein besseres Hotel. Mein Hotel ist halt sehr klein. Ich glaube, es hat vielleicht insgesamt 20 Zimmer, wenn überhaupt, oder 15. Sehr familiär. Es gibt kein Frühstück. Es gibt einen kleinen Pool, aber auch nichts Krasses jetzt. Für mich reicht es komplett aus. Aber wenn ihr ein bisschen mehr Geld noch ausgeben wollt, bekommt ihr auch auf jeden Fall noch was Cooleres. Das Airbnb hat uns für die 4 Wochen ca. 3.800 gekostet. Das war wirklich für die 4 Wochen sehr cool, weil es ja eine große Villa war. Und ja, also wenn man rechtzeitig im Voraus bucht, bekommt man hier schon relativ günstige Unterkünfte. Muss man halt wissen, wie hoch man seinen Standard setzen möchte. Ne? Man kann hier auch einfach normale Europapreise für 5-Sterne-Hotels ausgeben. So, und da hier echt viel Geld lassen, wenn man es möchte. Aber man bekommt ja auch günstigere Geschichten, je nachdem. Es ist eigentlich wie überall anders auch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist nicht so typisch, also es ist zum Beispiel nicht vergleichbar mit den USA. Ansonsten denke ich, wenn man im Supermarkt ein bisschen aufpasst, kann man sehr günstig hier einkaufen. Kleidungstechnisch ist es teilweise sehr, sehr teuer. Also wie bei uns, sogar teilweise noch teurer. Diese kleinen Boutiquen hier, die sind manchmal okay vom Preis, aber manchmal auch sehr teuer. Schaut da einfach. Es gibt hier aber, finde ich, sehr, sehr viele schöne Sachen. Das lohnt sich schon. Ich habe also hier auch ein bisschen was geshoppt. Die Travelpreise im Sinne von Taxi, Uber, Grab sind schon sehr günstig. Ich bin happy so wie ich es gemacht habe hier. Ich habe nicht Unmengen viel Geld ausgegeben, aber es war jetzt schon auch eine Gönnungsphase, sagen wir so. Also ich könnte jetzt nicht so das Ganze hier erleben. Beziehungsweise, ja, ich finde immer, man muss einfach so das Maß finden. Und so überlegen, okay, was ist mir wert, wofür etwas auszugeben und wofür nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, noch viele andere Orte dieser Welt zu bereisen, das zu vergleichen mit hier. Weil hier war auf jeden Fall jetzt eine krasse Experience. Aber ich mache generell nochmal ein Bali-Review mit den Vor- und Nachteilen. Ein paar Tipps für euch. Dann habt ihr alles gebündelt nochmal zusammen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Video, fürs Anschauen des Videos. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Beziehungsweise heute, weil heute gehe ich ins Oberkörpertraining und werde das für euch mitfilmen. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen im nächsten Video. Bis dann, haltet die Ohren steif. Ich hab euch lieb, danke für euren Support, danke für alles und bis bald. Mit der X kann ich euch nur sehr empfehlen. Coach, jetzt wirklich in die Ehre geht.